7,83 Meter und ein Raumgefühl wie bei einem 10 Meter großen Luxusliner. Das schafft nur der Karthago Liner Fortwo 53 auf Fiat. Und bei diesem Fahrzeug gibt es noch was ganz Besonderes. Hier können Sie 40.920 Euro sparen. Und wie das geht, das zeige ich euch am Ende des Videos. Vorher zeige ich euch erstmal, welche Highlights und welche Features in dem Fahrzeug hier so versteckt sind. Da haben wir hier zum Beispiel bei diesem Fahrzeug das Silbermetallic, das alleine schon einen Aufpreis hat von 3.000 Euro, ist hier in diesem Bestandsfahrzeug bereits inkludiert. Dieses Fahrzeug ist auch mit den optional erhältlichen BKS bzw. Abus-Schlössern in dem Fall ausgestattet, sodass man hier nochmal eine zusätzliche Sicherheit hat. Alle Klappen rund ums Fahrzeug sind über die Zentralverriegelung mit eingeschlossen, außer die Toilettenklappe, die muss man nochmal manuell aufschließen. Hier auf der linken Seite des Fahrzeugs habe ich eine ganz, ganz große Ladeklappe. Hier kann ich von dieser Seite ganz bequem Dinge einladen, kann sie in der Mitte des Fahrzeugs wieder rausholen oder auch auf der anderen Seite wieder ausladen, je nachdem, wie die Platzverhältnisse sind. Hier auch nochmal eine schöne Ausbuchtung, wo man Stapelboxen einbringen kann. Sensationell, einfach ideal und praktisch gedacht. Dieses Fahrzeug ist selbstverständlich auch mit einem Spannungswandler ausgerüstet, der aus 12 Volt praktische 220 bzw. 230 Volt macht und das mit einer Dauerleistung von 1800 Watt und einer Spitzenleistung von 3,6 Kilowatt. Dieses Fahrzeug hier hat die optionale Toilettenumpump-Option mit verbaut. Für mich das geilste Toilettensystem, was es überhaupt gibt. Warum? Ich habe hier zum einen eine ganz normale Kassettentoilette, die eben handlich überall entsorgt werden kann, also an jeder ganz normalen Toilette oder halt ganz einfach am Versorgungsschacht. Das Geniale ist, wenn diese Kassettentoilette voll ist, kann ich über eine Funktion einfach nur innen drin im Fahrzeug einen Knopf drücken, kann ich den Inhalt dieses Fäkaltanks hier in einen externen Fäkaltank ungefähr 1 zu 10, also ungefähr 10 Mal, diesen Inhalt hier in einen externen Fäkaltank tanken, wo ich dann eben meine Autarkie mit einem Faktor 10 eben multiplizieren kann und habe somit die ideale Freiheit. Ist der Fäkaltank dann mal irgendwann voll und ich habe gerade nicht die Möglichkeit, über einen Bodeneinlass zu fahren, um den Fäkaltank zu entleeren, bleibt die Mobilität über die Kassettentoilette nach wie vor erhalten. Das finde ich einfach genial, weil das ist einfach ein System, wo ich die volle Flexibilität habe. Gleich direkt daneben der Gaskasten, in dem zwei 11 Kilogramm Gasflaschen drin verbaut sind. Diese stehen schön nebeneinander, bedeutet, ich kann die also ganz bequem rausnehmen, muss die nirgendwo rüberheben, kann die am Bein runterlassen und selbstverständlich mit einer Duomatik verbaut, mit Crashsensor, so kann auch die Gasflasche während der Fahrt aufgedreht bleiben. Und wenn die Gasflasche mal leer geht, was ja bekanntlich meistens nachts um 2 Uhr im Schnee oder im Regen passiert, dann schaltet er automatisch um auf die nächste volle Flasche. Gleich dahinter der Einlass für das Frischwasser. Frischwasser bei diesem Modell sind 220 Liter an Bord und hier eine Heckgarage und das bei einem Fahrzeug mit Rundsitzgruppe, wo man wirklich nochmal allerhand Utensilien mitnehmen kann. Fahrräder, aber da gibt es nochmal einen Trick dazu, zeige ich auf der anderen Seite. Fahrräder oder auch andere Dinge, Camping-Equipment, was man halt einfach immer so dabei hat, hier überhaupt kein Problem reinzubringen. Die Heckgarage ist mit bis zu 450 Kilo beladbar, also auch das sucht seinesgleichen. Für mich einfach sensationell beim Liner Fortwo, schauen wir uns gleich natürlich auch von innen nochmal an. Wenn man hier hinten sitzt, der rundum liegt, man thront quasi über den Dingen hervor, hat eine unglaubliche Sicht auf, ich sag mal, die Berge oder das Meer, wo man halt gerade davor steht, weil man halt einfach über andere drüber hinwegschauen kann. Ja, auch auf hier der Seite, auf der rechten Seite, ist natürlich die große Garagenklappe verbaut mit ihrer Flügelfunktion. Und hier absolut genial, wie schon eben erwähnt, die patentierte Paddy-Decker-Garage von Karthago. Einfach ein geniales System. Relativ einfach. Ich kann hier diesen Bereich einfach nach oben klappen, nehme hier unten die Muldenklappe halt einfach heraus und jetzt passiert Folgendes. Ich lade mein Fahrrad rückwärts hier ein. Das Vorderrad verschwindet hier in dieser Radmulde, halt, ich sag mal, zu einem guten Drittel drin. Und wenn das Fahrrad da unten in der Radmulde drin ist, brauche ich es nur noch fixieren, dass es nicht wegrollt.
Und die Lenker kommen hier oben in dieser Ausbuchtung rein. Und wenn die Fahrräder halt hier drin stehen, Rad ist unten ordentlich vertaut, dann kann ich das einfach wieder ganz bequem runterklappen und das Fahrrad steht wirklich fest in der Heckgarage drin. Ich finde einfach eine geniale Erfindung. So habe ich eben die Möglichkeit, eine Rundsitzgruppe in einem Fahrzeug zu bauen, wo ich auch noch darüber eine vernünftige Stehhöhe habe und nicht da reinkriechen muss und trotzdem eine hohe Garage, wo ich Fahrräder bis zu 1,17 Meter drin einladen kann. Selbstverständlich hat der Liner Fortwo serienmäßig an Bord eine Außendusche mit warmem und kaltem Wasser. Und die Zentralelektrik ist wie bei jedem Karthago hier hinten rechts in der Heckgarage verbaut. Da sind die Ladegeräte drin, Sicherungen 12 Volt und 220 Volt. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Hier wird die externe Stromversorgung eingespeist. Das heißt, wenn ich auf dem Campingplatz bin, kann ich das da machen oder halt über unsere sogenannte Spring Edition. Aber da gehen wir gleich nochmal im Einzelnen drauf ein. Habe ich sowieso Autarkie ohne Ende am Fahrzeug. Die Tür überspringen wir mal ganz kurz. Da kommen wir zum Schluss zu. Hier haben wir auf der rechten Seite eben auch noch eine große Klappe, genau wie auf der linken Seite. Und hier habe ich eben die Möglichkeit, eben komplett lang zu laden, also durchzuladen, hier rein auf der anderen Seite raus. Sonnenschirme, lange Gegenstände, Skier oder whatever hier reinzubringen. Auch hier wieder Stapelboxen reinzumachen. Selbstverständlich ist das Ganze auch dementsprechend beleuchtet, sodass ich auch in der Nacht hier vernünftig ein- und ausladen kann. Und ich habe hier, wo es auch hingehört, direkt einen Gasaußenanschluss, bedeutet, wenn ich meinen Gasgrill hier einstecke, dann habe ich den hier, wo das Tagesgeschehen sich halt abspielt, direkt unter der Markise und mit meinen Stühlchen bin ich direkt mit meinem Grillgut direkt an Ort und Stelle. Super an dieser Stelle platziert. Ganz, ganz wichtig, der externe Fäkaltank, über den wir eben gesprochen haben, der hat natürlich auch eine Spülvorrichtung. Bedeutet, ich kann also nach Ende meiner Urlaubsfahrt, kann ich hier einfach über eine Kupplung mit einem Gardena-Anschluss meinen Fäkaltank nochmal spülen, sodass der restlos sauber ist und für die nächste Urlaubsfahrt schon wieder parat steht. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach drinnen, aber vorher zeige ich euch noch mal diese Premium-Türe hier. Auch die hat natürlich wieder mal ein besonderes Highlight. Nicht nur dieses Abus-Zusatzschloss, sondern sie ist mit einer elektrischen Zuziehhilfe ausgestattet. Bedeutet, wenn ich die Türe nur leicht anlege, dann zieht die sich ganz wie von Geisterhand elektrisch noch mal lautlos zu. Und ich habe die Möglichkeit, eben diese Türe auch über diesen RFID-Chip kann ich die Türe noch mal auf- und abschließen, beziehungsweise das ganze Auto, also die gesamte Zentralführung geht dann darüber. Oder auch manuell mit meinem Schlüssel, so wie ich es vorher auch gemacht habe. Ja, und ich habe eben gesagt, wir zeigen hier ein Fahrzeug mit nur 7,73 Meter Länge, aber mit einem Raumgefühl von innen, wie in einem Liner, der eine Länge von 10 Meter hat. Und warum, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an und lassen das Auto auf uns wirken. Es ist immer wieder schön, in einen Liner Fortwo reinzukommen. Was ich einfach total genial finde bei diesem Fahrzeuggrundriss, man kommt hier rein, rennt nicht gleich gegen irgendwelche Möbel, die da verbaut sind, so kaum Beinfreiheit hat oder so. Man hat hier erstmal richtig Bewegungsfreiheit, kann sich gemütlich die Jacke ausziehen, hängt die hier dran und dann ist man erstmal zu Hause angekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und 7,73 Meter mit einem Raumgefühl von fast 10 Meter. Man muss mal überlegen, ich kann hier bis vorne komplett durchgehen, obwohl hier nochmal ein komplettes Bett drin verbaut ist über mir, ist es trotzdem genial gelöst. Man merkt einfach nichts davon. Das ist einfach ideal implementiert hier im Fahrzeug. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Küche im Detail an und dann schauen wir uns den Rest vom Fahrzeug an. In der Küche finde ich einfach genial, dass man hier halt Platz hat und man schön rund arbeiten kann. Ich habe hier nochmal Ablage. Ich kann dieses Spülen-Abdeckbrettchen kann ich hier einhängen. Habe hier nochmal quasi so eine dritte Hand, wenn ich Tomaten schneide oder wie auch immer. Und ich habe die Möglichkeit, eben über diesen Auszug hier nochmal meine Arbeitsplatte zu verlängern, sodass ich hier auch nochmal was hinstellen kann. Und hier von der Seite habe ich nochmal ein Regalsystem drin und natürlich zwei Mülleimer, sodass ich den Müll auch anständig trennen kann. Gleich darüber in dieser Vertikalwelle haben wir eine Kaffeemaschine mit Pads verbaut, die ich bequem rausziehen kann. Diese läuft natürlich auch über den Spannungswandler, sodass gewährleistet ist, dass ich eben außerhalb von Campingplätzen diese 220, 230 Volt Verbraucher eben dann dementsprechend nutzen kann. Weiterhin haben wir hier große Klappen verbaut mit wirklich tiefen Schränken. Ja, man sieht, da passt also fast ein ganzer Unterarm von mir rein und das auch in einer vernünftigen Möbelqualität. Da kann man sich ruhig mal dranhängen, da passiert nichts und alleine dieses Klangbild
Das ist einfach großes Kino. Direkt hier auch nochmal verbaut. Apothekerschrank. Hier kann man eben nochmal schön, ich sag mal, Öl, Essig, vielleicht eine Weinflasche reinbringen. Was auch immer. Und ganz wichtig, die gesamte Küche, alles was man hier sieht, ist eben über eine Zentralverriegelung geregelt. Bedeutet, sobald ich den Motor starte, schließt der Küchenblock sich automatisch ab, sodass ich keine Schublade vergessen kann, die zu fixieren, also zu verriegeln halt. Dass mir dann während der Fahrt in der Kurve die Schubladen aufliegen, das ist hier gewährleistet, dass die dann halt eben dementsprechend abgeschlossen sind. Und die können natürlich hier nochmal über einen separaten Taster nochmal manuell freigeschaltet werden. Gleich direkt hier gegenüber, da macht natürlich der Kühlschrank, der sogenannte Tech Tower, der macht jetzt hier richtig viel Sinn. Warum? Weil der eben von beiden Seiten zu öffnen ist. Und hier ist es eben im Liner for Two, ist es ideal gelöst. Ich kann, wenn ich hier in der Grundsitzgruppe sitze, kann ich hier schnell nochmal an mein kühles Blondes ran oder mal eine Flasche Wein rausholen. Oder wenn ich hier in der Küche arbeite, kann ich den hier von der Seite dementsprechend öffnen und kann mir meine Sachen rausholen. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Gefrierfach, und Tech Tower bedeutet, es ist eben auch ein Backofen drin verbaut, und auch das macht hier absoluten Sinn bei dem Fahrzeug. Ich kann hier von hier aus vernünftig reingucken, und kleiner gewachsene Menschen, die können sich hier auf das Podest stellen und kommen eben auch ganz vernünftig mit ihrem Blick in den Backofen hinein. Natürlich mit verbaut hier bei dem Fahrzeug die Troma Aventa Klimaanlage, also eine Dachklimaanlage, idealer Wirkungsgrad. Einbauposition bei diesem Fahrzeug ideal. Das heißt, ich habe dich relativ zentral im Fahrzeug montiert, habe eine ideale Ausleuchtung der Warm- und Kaltluft nach vorne wie auch nach hinten. So ist also gewährleistet, dass ich mit dieser einen Klimaanlage den Fahrzeuginnenraum optimal herunterkühlen kann. Was natürlich nicht fehlen darf bei einem Liner for Two, sind unsere Schiffsuhren hier aus dem maritimen Bereich. Wir sind ja hier in einer echten Landjacht unterwegs, und da gehört natürlich auch so ein bisschen maritimes Equipment rein. Hier direkt auf einen Blick, wenn ich das Fahrzeug verlasse, kann ich hier nochmal gerade checken, wie wird das Wetter heute, wie sind die Temperaturen, brauche ich doch eine Jacke oder eher nicht. Egal. Hier dann eben auch unter dieser Klappe verbaut, was man halt eben so braucht, um eben einzelne Betriebsstände im Fahrzeug abzurufen. Das heißt also hier das zentrale Kontrollpanel, das CBE. Hier rufe ich Wasserstände ab. Hier kann ich das Licht ein- und ausschalten, mein Entertainment halt dementsprechend ansprechen und solche Sachen halt. Und wie schon gesagt, das Fahrzeug hat einen Spannungswandler verbaut, der dann für die 230 Volt Versorgung zuständig ist, wenn ich mal außerhalb der Zivilisation mit meinem Fahrzeug stehe. Selbstverständlich ist dieses Fahrzeug schon mit der Alde 3030 ausgerüstet. Das heißt, ich habe ja eine Warmwasserzentralheizung drin, die eben auf Gas funktioniert oder halt bis zu 3 kW eben elektrisch zugeheizt werden kann oder auch alleine mit den 3 kW geheizt werden kann. Und das Fahrzeug hat einen Wärmetauscher, sodass während der Fahrt gewährleistet ist, dass ich mit der Abwärme des Motors den gesamten Aufbau schon vorheizen kann oder auch generell mollig warm halte bei einer längeren Urlaubsfahrt. Das Fahrzeug verfügt ebenfalls schon über eine Satellitenanlage von Teleco, ist ein 85er Schirm drauf, mit einem Twin-LED, sodass ich vorne ein getrenntes Fernsehprogramm schauen kann. Das heißt also, man muss da nicht gemeinsam zusammen den gleichen Sender gucken, wenn der eine vielleicht schon ein bisschen früher ins Bett gehen möchte und den Tatort noch zu Ende gucken möchte, während der andere die Sportschau schaut. Hier alles überhaupt kein Problem. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns noch schnell hier unten drunter unter meinen Füßen den Doppelboden an, den ich mich von außen, vom Eingangsbereich aus sehr bequem öffnen kann, aber auch von hier. Hier riesengroßer Stauraum halt. Ich kann da mal reingehen hier. Also das ist überhaupt kein Problem. Das ist auch richtig belastbar. Das ganze Auto wackelt, wenn man da jetzt drin rumhüpft. Das ist so eine richtig stabile Geschichte. Da bricht nichts durch oder so. Und hier ist im Grunde genommen alles, was mit Fähr- und Entsorgung zusammenhängt. Ja, hier kann ich den externen Fäkaltank nochmal entsorgen, der im Heckbereich des Fahrzeugs verbaut ist. Hier kann ich die Tanks ablassen, Frischwasser wie auch Abwasser. Hier ist nochmal eine Revisionsklappe, sodass ich den Fäkaltank auch dementsprechend mal reinigen kann, wenn ich das möchte. Ich werde da jetzt nicht ganz so scharf drauf, muss man aber auch nicht, weil ich habe ja die Spülvorrichtung im Auto. Und hier sind eben die Ventile verbaut, um eben dann auch die Anlage, also die alte Heizung dementsprechend wasserfrei zu machen und die Leitungen zu entwässern, beispielsweise wenn ich das Auto einwintern möchte. Selbstverständlich hat der Liner for Two einen Klimaspeicher-Doppelboden, bedeutet,
Der ganze Zwischenboden vom Fahrzeug ist eben beheizt über diese alte Warmwasserheizung. Und der Boden hier ist aus einem speziellen Material. Dieses Material nimmt eben die Wärme, die im Klimaspeicher Doppelboden erzeugt wird, nimmt es auf und gibt es dann eben gleichmäßig von vorne bis hinten an den Fahrzeuginnenraum weiter. Und dadurch habe ich halt eben einen Fußbodenheizungseffekt. Hiermit kann ich eben auch im tiefsten Winter noch nur mit Socken oder sogar barfuß noch laufen und bekomme garantiert keine kalten Füße. So, apropos kalte Füße, jetzt machen wir uns mal bequem. Und ich schlage vor, wir gehen jetzt mal in die Rundsitzgruppe und schauen uns mal an, was der Liner Fortwo hier noch alles so zu bieten hat. Ah, hier einmal Platz genommen, möchte man eigentlich gar nicht mehr weg. Nicht nur, weil die Rundsitzgruppe so schön zum Verweilen einlädt, sondern ich habe hier auch die optional verbaute Fernsehliege drin. Bedeutet, ich kann also mit einem Knopfdruck kann ich die Liege hier halt ausfahren. Das heißt, die Liege fährt jetzt so weit aus, dass ich meine Füße bequem auflegen kann. Ab einem gewissen Punkt, deswegen bin ich mal nach vorne gerückt, damit ihr das seht, kommt hier auch nochmal die Rückenlehne hervor. Und so habe ich eben hier eine ideale Fläche, wo ich mich so wirklich richtig schön lang machen kann. Hier mein Bierchen abstellen oder meinen Wein. Und hier meinetwegen noch das Knabberzeug. Jetzt müsste nur noch einer vorbeikommen, der mir den Fernseher elektrisch rausfährt und dann kann's losgehen. Ja. Wirklich genial. Wir haben hier schon stellenweise gesessen mit 7, 8 Leute, haben Silvester Fondue gemacht. Das geht wirklich nur im Liner Fortwo. Da hat man auch dann genügend Platz. Oder wenn 2 Leute oder 3 Leute hier sind, da kann sich wirklich jeder lümmeln in dem Fahrzeug. Absolut, apropos 2 oder 3 oder auch 4 Leute. Dieses Auto hat natürlich diese Option drin, dass ich hier aus diesem Tisch eben auch eine Liegefläche machen kann, also aus der Sitzgruppe. Das heißt, das ist die optionale Geschichte halt, wo ich aus der Rundsitzgruppe eben mit 2, 3 Handgriffen ein Bett machen kann. Das heißt, der Tisch ist versenkbar. Ich habe 2 Einlegekeile, die ich hier reinlegen kann und kann auch dann dementsprechend hier mit 2 erwachsenen Personen bequem schlafen. Damit die aber auch mitfahren können, also der 3. und der 4., haben wir hier natürlich auch die Option drin des 3. und 4. Sitzplatzes. Das heißt, ich habe hinten nochmal die zusätzlichen Kopfstütze verbaut mit den Sicherheitsgurten, sodass auch da gewährleistet ist, dass die Personen halt dementsprechend auch gesichert sind während der Fahrt. Hier schlage ich jetzt vor, schauen wir uns mal an, das elektrische TV-Gerät, was hier halt hierin verbaut ist. Das ist ein 40-Zoll-Gerät. Das kommt hier halt elektrisch so halb schräg hochgefahren, läuft mit einem Spindelmotor. Man hört es laufen, man weiß also, es geht rauf oder runter. Aber das ist eine Technik, die ist unverwüstlich, die geht niemals kaputt. Und wenn man den jetzt hier rausgefahren hat und sitzt hier, dann hat man wirklich Heimkino-Effekt. Ne? Auch hier nochmal in diesem Sideboard schön verbaut. Nochmal die Schränke, wo ich nochmal ganz viele Dinge halt und Utensilien auch einbringen kann. Knabberzeugs oder halt Gesellschaftsspiele. Was man halt immer hier hinten in dem Bereich halt benötigt. Das kann man hier bequem in die Schränke einbringen. Auch das ist einfach sehr schön hier untergebracht. Die Dachstaukästen, die hier ringsherum herlaufen, haben also auch wirklich eine vernünftige Tiefe. Ich kann hier also dementsprechend sehr viele Sachen einbringen, die man halt so bei einem langen Trip halt benötigt. Und wie ich schon eben gesagt habe, Karthago hat es halt eben geschafft, hier ein Fahrzeug zu bauen mit einer Rundsitzgruppe, wo ich eben auch im Heckbereich zur Rundsitzgruppe vernünftig stehen kann. Ich bin 1,82 Meter groß. Ja, ich gebe zu, ich laufe hier saugend durch. Ja, also leicht schleife ich oben an. Also wir haben hier eine Höhe drin. Ich habe Schuhe an von gut 1,82, 1,83. Ohne Schuhe wird das also jetzt ohne Probleme laufen. Optional gibt es natürlich auch nochmal. Das hat das Fahrzeug jetzt natürlich leider nicht. Nochmal ein zweites Hiki-Dach. Wir reden jetzt hier ganz speziell über dieses Fahrzeug, wo Sie eben 40.920 Euro sparen. Und das sage ich Ihnen jetzt zum Schluss erst. Ne? Ein Stückchen weiter, halt nach vorne gegangen. Das ist das Schöne beim Liner Fortwo. Ich habe hier ein Dreiraumkonzept, habe hinten meinen Wohnbereich, wo ich halt bequem über Tag mich aufhalten kann oder auch am langen Abend mich aufhalten kann. Ich habe hier meine Küche, in der ich vernünftig arbeiten kann, weil ich einfach alles habe, was ich brauche. Und genügend Platz habe und ich habe eine Wellness-Oase, die wirklich seinesgleichen sucht. Wellness-Bereich im Liner Fortwo ist wirklich ganz besonders. Ich habe hier eine wirklich riesengroße Dusche,
der habe ich wirklich genügend Platz und kann auch hier wirklich mir vernünftig meine Haare waschen, habe genug Stehhöhe nach oben drin, habe hier eine Regendusche drin verbaut und nochmal eine Handbrause, auch für die Damen oder Herren mit langen Haaren, überhaupt kein Problem. Und wenn ich natürlich hier diese Plexiglas-Duschabtrennung nochmal schließe, entsteht hier wirklich nochmal sehr viel mehr Raum im Fahrzeug drin, also in der Dusche drin, sodass ich hier also wirklich genügend Platz habe. Ja. Dann habe ich natürlich gleich gegenüber, habe ich natürlich dann meinen Toilettenraum. Und das Schöne ist halt, ich kann über diese Tür hier, das ist so eine Doppelfunktionstüre, kann ich im Grunde genommen diesen Nassbereich vom Koch- und Wohnbereich komplett trennen, sodass ich mich also hier schon fertig machen kann, während der andere Frühstück zubereitet, wie auch immer. Das ist überhaupt kein Problem. Und in dem Toilettenbereich habe ich eben eine Keramiktoilette verbaut, also nicht irgendeine billige Plastikschüssel. Hier kann ich mich vernünftig draufsetzen. Ich kann die Beine schön lang machen, habe also hier genügend Platz. Wie schon gesagt, hier die Option Kassettentoilette und externen Fäkaltank quasi in einem System. Damit habe ich eine maximale Flexibilität. Wenn ich am Urlaubsort bin, bin ich damit auch bestens ausgerüstet. Hier nochmal die Möglichkeit, Handtücher aufzuhängen mit einer kleinen Beheizung darunter, sodass also auch da warme Luft aufsteigt und die Handtücher schnell trocken sind. Und hier nochmal ein Wäschekörbchen, das auch schön belüftet ist, sodass ich eben hier meine Schmutzwäsche dementsprechend reinschmeißen kann. Und direkt schon Klopapierrollenhalter, wo auch hier das Klopapier seinen Platz hat. Vernünftiges Waschbecken, Seifenspender, Zahnputzspender, alles vorhanden und natürlich genug Spiegel mit Raum dahinter, wo man dann eben nochmal allerhand hineinbringen kann. Zahnputzbecher, Zahnpasta, Cremes, was auch immer man halt eben so mitnehmen möchte. Ja, absolut genial. Ich habe natürlich dann auch hier in dem Bereich, wo ich es brauche, ne, hier im Nassbereich, Schlafbereich, habe ich dann auch einen deckenhohen Kleiderschrank, der schön nochmal separiert ist. Das heißt, ich kann also oben wie unten in Kleiderbügeltiefe, kann ich meine Kleidung einbringen, auch lange Kleidung einbringen, die dann nicht gleich unten aufliegt. So kann eben jetzt, ich sag mal, jeder, der an Bord ist, hier vernünftig seine Sachen wegstellen. Ja, gleich hier vorne haben wir dann eben die Möglichkeit, auch nochmal den Raum zu separieren. Das bedeutet, das Arbeitszimmer, dieses Wort hat bei dem Fahrzeug tatsächlich eine doppelte Bedeutung, da kommen wir aber gleich zu, das Arbeitszimmer nochmal hier jetzt zum Nassbereich oder eben auch, wenn die Doppelfunktionstür da geöffnet ist, halt eben zum Wohnbereich halt nochmal zu separieren. So kann ich hier eben nochmal das Schlafzimmer oder das Arbeitszimmer im doppelten Sinne halt dementsprechend auch nochmal vom Wohnbereich und Nassbereich halt nochmal separieren. Ja, Arbeitszimmer. Warum? Dieses Fahrzeug hat die Option Bürozimmer mit verbaut hier drin. Bedeutet, ich habe hier eben die Möglichkeit, die Schublade herauszuziehen. Hier ist so ein kleiner Schreibtisch eingebaut. Das bedeutet, ich kann jetzt hier meinen Laptop hinlegen. Ich habe da drüben einen Bildschirm verbaut, der in der Höhe verstellbar ist. So, dass wenn ich jetzt hier arbeite, dass ich da eben den Blick auf den Bildschirm habe. Oder wenn wir später das zweite Arbeitszimmer eingerichtet haben, dann kann ich den Bildschirm dementsprechend nach oben schieben und kann dann auch oben dann meine TV-Sendungen schauen. Ne? Selbstverständlich sind dafür dann auch in diesem Paket inkludiert die drehbaren Sitze drin, sodass ich eben den Sitz auch schön zu den Arbeitsflächen halt dementsprechend rüberdrehen kann. Hier sind nochmal zwei Türen verbaut, die kann man eben dazu nutzen, wenn das Bett runtergelassen ist, um eben diesen Bereich hier vorne nochmal komplett abzutrennen, sodass man dann hier unten nicht auf die Pedalerie guckt. Und so hat man überhaupt gar nicht mehr das Gefühl, dass man überhaupt in einem Reisemobil unterwegs ist. Ja? Gut, selbstverständlich sind hier auch nochmal USB-Steckdosen verbaut, 220 Volt-Steckdosen, damit ich eben mein Laptop und mein Handy und was auch immer halt da ist, halt dementsprechend laden kann. Und jetzt schlage ich vor, schauen wir uns Arbeitszimmer 2.0 an. Und auch das ist mit einem Handgriff, naja, um genau zu sein, sind es eigentlich drei Handgriffe, ist es gemacht. Und das ist ein echt vollwertiges Bett, da rappelt nichts und da quietscht nichts. Und das schauen wir uns jetzt an.
Dazu einfach nur ganz schnell hier die Sitze runtergelassen, ja, die Rückenlehnen, einmal hier, einmal da. Und das ist es auch eigentlich schon gewesen. Und auf Knopfdruck, ne, jetzt könnte ich natürlich noch vorne die Plissés halt dementsprechend schließen. Dann sind die Fenster komplett geschlossen. So habe ich dann auch die absolute Dunkelheit und natürlich auch dementsprechende Isolation für Wärme und Kälte halt dementsprechend. Und hier halt ideal, ne, ein Knopfdruck, das Bett kommt elektrisch heruntergefahren, ja, für die Kritiker. Selbstverständlich gibt es eine Notentriegelung, hat aber bis jetzt, also keiner meiner Kunden bis jetzt gebraucht, um eben hier das Bett im Bedarfsfall nochmal manuell hochzudrehen. Das gibt es aber auf jeden Fall. Hier ist dann nochmal schön verbaut. Eine Treppe, die ziehe ich einfach raus. In der Treppe drin sind nochmal Staufächer. Da kann ich dann eben auch Schmutzwäsche dementsprechend reinbringen. Und ganz, ganz wichtig, ich habe hier einen Tritt, wo ich einen ganzen Fuß draufsetzen kann. Nicht irgend so eine Hühnerleiter, wo man dann da hochklettern muss. Und dann kann ich hier ganz bequem ins Bett rein. Und ich sitze hier ganz normal, aufrecht, wie in jedem ganz normalen Stuhl. Ich kann mir hier meine Strümpfe anziehen. Das ist also wirklich sensationell vom Raumgefühl. Und die Betten sind mit 2,5 Meter und 1,95 Meter auch wirklich üppig dimensioniert. Auch von der Breite hier 90 cm. Ich kann hier also auch sogar quer drin schlafen, wenn man mal alleine unterwegs ist. Das ist überhaupt kein Problem. Das TV-Gerät, wie gesagt, was unten als Arbeitsbildschirm dient, kann ich eben hier dementsprechend über diese Schiene hochschieben und habe dann hier auch die Möglichkeit, aus dem Bett heraus bequem meine Lieblingssendung zu verfolgen. Selbstverständlich sind hier auch USB-Dosen verbaut, sodass ich also auch hier meine Handys laden kann. Und es sind natürlich Fenster da, um eben für genügend B- und Entlüftung zu sorgen. Und natürlich hier auch nochmal das Heki-Dach, was hier mit in dem Auto verbaut ist. So, wo ich gerade mal zwei Hände für brauchte. Das Heki-Dach, was hier verbaut ist, um eben hier auch wirklich genügend Luft ins Fahrzeug reinzubringen. Ja, dann, wie schon gesagt, schön beim Liner Fortwo. Für mich ist einfach Dreiraumkonzept. Ich kann Bettzeug, Kopfkissen kann ich alles hier drauf lassen, wenn ich das Bett wieder drin lasse. Ich habe immer ein aufgeräumtes Auto. Wenn Besuch kommt, einfach nur hier diese Schiebetüre zuziehen und dann hat man, ich sag mal, den Schlafbereich komplett aus dem Fahrzeug herausgeklammert. Ah, so Sparfüchse, aufgepasst. Und jetzt kommt der Hit. Wieso könnt ihr 40.920 Euro sparen? Ganz einfach. Dieses Fahrzeug wurde noch nach der Preisliste 22.3 bestellt und ausgeliefert. Der Kunde hat aber über die lange Wartezeit von mehr als einem Jahr sich mittlerweile ein anderes Bestandsfahrzeug bei uns gekauft und das Fahrzeug wurde trotzdem geliefert. Deswegen steht das Fahrzeug hier nach dem Preis 22.3 für 228.000 Euro inklusive der Spring Edition, die nochmal einen Wert von 17.000 Euro hat. Bedeutet, da ist schon mit inkludiert. Klimaanlage haben wir uns eben angeschaut. Solaranlage ebenfalls mit an Bord. Spannungswandler von Mastervolt, 12 Volt auf 230 Volt mit 2 kW Spitzenleistung und integriertem 60 Ampere Ladegerät drin, inklusive Smart Control. Somit kann ich eben auch die Ströme, die von außen ins Fahrzeug hineinkommen, begrenzen, sodass keine Sicherungen rausfliegen. Von Mastervolt den Mac Plus drin, der mit 50 Ampere die Akkus lädt während der Fahrt, inklusive natürlich zweier Lithium-Batterien A150 Amperestunden mit integriertem BSM, so dass ich also permanent über meine Batterien hier einen Überblick habe, wie viele Ströme gehen rein, wie viele gehen raus und natürlich auch verbaut in diesem Fahrzeug, in der Spring Edition, die 360 Grad Kamera mit 3D-Funktion, sprich mit Totwinkelassistent. Das ganze Paket ist alleine 17.000 Euro wert und das ist in diesem Fahrzeug schon inkludiert. Der heutige Listenpreis von diesem Fahrzeug wäre mehr als 258.000 Euro und somit kommt ihr auf ein Ersparnis von mehr als 40.000 Euro. Ganz zum Schluss gibt es natürlich auch noch ein Abo von meinem Kanal, kostenlos dazu. Deswegen nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Weitere Informationen zu diesem Fahrzeug oder zu anderen Aktionen unter www.carthago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Marein Caravaning. Tschüss, wir sehen uns. Ihr Andreas Marein. Freiheit erleben mit Marein Caravaning.